Das ist die deutsche Fußballnationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland kämpfen sie bis zum 20. August um den Pokal, sofern sie es bis zum Finale schaffen. Doch die Chancen stehen gut, schließlich sind einige herausstechende Talente im Team. Ein Überblick. Alexandra Popp ist die Kapitänin des deutschen Teams. Die 32-Jährige ist eine der erfahrensten Frauen in der Nationalmannschaft. Schon seit 2010 ist die Offensivspielerin dabei. Ihr Stammverein ist der VfL Wolfsburg. Ebenfalls in der Autostadt spielt sonst Lena Oberdorf. Sie übernimmt das Mittelfeld. Ihr Talent war früh klar. Im Alter von 12 Jahren debütierte sie in der U15-Nationalmannschaft. Heute ist sie mit 21 Jahren eines der jüngsten Mitglieder des WM-Kaders. Zum Turnierauftakt ist sie allerdings mit einer Oberschenkelverletzung angeschlagen. Auch diese Abwehrspielerin fällt verletzungsbedingt wohl erstmal aus. Marina Hegering ist mit 33 Jahren die älteste Spielerin der Mannschaft. Auch sie spielt mit vielen der Nationalmannschaftskolleginnen beim VfL Wolfsburg zusammen. Schon bei der EM 2022 brillierte sie auf dem Platz. Auch deshalb hält sich ihr Spitzname Maschina. Ein weiterer Star des VfL Wolfsburg ist Merle Frohms. Sie steht bei der WM für Deutschland im Tor. Die 1,75 große Spielerin ist neben ihrer Fußballkarriere Bundeswehrsoldatin. Seit 5 Jahren ist die 28-Jährige Teil der Nationalmannschaft, seit der EM im vergangenen Jahr die Nummer 1 im Tor. Eine weitere Mitspielerin und Megatalent auf dem Platz, Svenja Huth. Die Mittelfeldspielerin ist 32 Jahre alt und ebenfalls beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzt viel auf die stellvertretende Kapitänin und gibt ihr eine ungewohnte Rolle für die WM. Die 1,63 große Spielerin wird wegen des Ausfalls einer Teamkollegin als Rechtsverteidigerin eingesetzt. Lina Magul ist eine Größe im Mittelfeld. Die gebürtige Dortmunderin spielt seit ihrem 5. Lebensjahr Fußball. Während der WM in Australien wird sie ihren 29. Geburtstag feiern. Magul spielt, anders als viele Nationalmannschaftskolleginnen, nicht in Wolfsburg, sondern beim derzeitigen deutschen Meister, dem FC Bayern. Jetzt will sie neben der Meisterschale auch den Weltpokal nach Hause holen. Ob ihr das gelingt?